Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Mein Name ist Widow. Black Widow. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Sarah. Ja, herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und heute mit mir dabei, Urgestein sozusagen, ja. Ich glaube, du warst in der allerersten Folge dabei und danach nie wieder. Wir hatten das schon mal zwischendurch, nach dem Kino direkt. Stimmt, richtig, ganz genau. Wir waren in der Pressepreview von Black Widow, aka 007 meets, I don't know. Ohne zu spoilern, Sarah, dein erster Eindruck direkt aus dem Film von Black Widow. Mein erster Eindruck ist, er erzählt ein bisschen zu viel, ohne viel zu erzählen. Das ist so mein erster Eindruck. Er erzählt zu viel, ohne zu erzählen. Ja, es ist, also die Story lässt sich, glaube ich, in einer halben Minute erzählen und der ist halt so, wird so ausgelatscht auf 2 Stunden. Und zwischendurch hatte ich echt so Schwierigkeiten noch, wie soll ich mir das sagen? Die Augen offen zu halten. Tut mir leid. Okay, also ich bin jetzt nicht eingeschlafen dabei, aber ich habe mich dabei ertappt, dass ich doch mehr als einmal auf die Uhr geguckt habe, was kein gutes Zeichen ist. Und hätte ich mein Handy angehabt, hätte ich ganz sicherlich auch nebenher noch irgendwie was anderes gemacht oder so. Ja, ging mir. Ich habe es gesehen, dass du es gemacht hast. Ich habe halt mal versucht, konzentriert zu gucken. Was jetzt unter der Maske nicht so gut ankam, aus dem dunklen Kinosaal. Ja. Ohne zu spoilern zu wollen, worum geht's? Es ist keine Vorgeschichte von Black Widow. Ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht genau, worum es eigentlich gehen wird. Es spielt noch vor Endgame, zumindest teilweise, und nach Civil War, so wie ich das richtig mitgekriegt habe. Ist das nicht der erste Film, der Phase 4 quasi anläutet? Ja, eigentlich schon, aber er hätte ja schon letztes Jahr in die Kinos kommen sollen. Und dadurch macht, ohne Spoilern zu sagen, die Endcredit-Szene, es gibt eine, die hätte halt vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren echt so ein Wow und jetzt ist sie so, ach so, also. Ja. Da kam halt super viel Content mittlerweile auf Disney Plus raus, ja. Der Film ja jetzt auch startet, ne, diesen VIP-Zugang. Genau, ne, deswegen saßen wir auch in dem Abspann und dachten so, okay, was kommt denn jetzt noch? Aber es ist halt dieser Wow-Überraschungseffekt war jetzt halt nicht mehr da, weil er einfach später rauskam, als er eigentlich kommen sollte. Ja, ganz genau. Also worum geht's? Es ist ein Tag im Leben von Natascha Romanoff. Der Film fängt praktisch da an, wo die Americans aufhört. Mit einer russischen Agentenschläferfamilie, die auf der Flucht ist und dann Time Jump 20 Jahre nach vorne und natürlich war Natascha eins dieser Kinder dieser Familie. Um ehrlich zu sein, habe ich dann gar nicht ganz verstanden, was eigentlich so der MacGuffin ist. Also warum ging es denn dann irgendwie los? Also es geht darum, dass es ein Mittel gibt, um alle Black Widows, die brainwashed sind, zu befreien. Das ist der MacGuffin. Ja. Okay. Wobei diese Black Widows die auffälligsten Geheimagenten ever sind, die am helllichsten Tageslicht in schwarzen Anzügen auf Dächern rumliegen und Kelsey Priest von jedem sofort entdeckt werden. Ja, echt, ey. Vor allem mit dem Motorrad durch die Gegend brausen wie wild, ne? Also um ein paar Schauplätze, also Budapest spielt eine wichtige Rolle, dadurch zu queren. Und du denkst dir so, es ist, was du vorhin gesagt hast mit diesem James Bond Feeling, das hat sich schon an manchen Stellen auch wirklich eingestellt. Ne? Es war halt nur irgendwie so ein bisschen substanzlos. Also ich meine, sie haben es ja, es hat sich nicht nur latent eingestellt, sie zitieren ja sogar an einer Stelle Moonraker, beziehungsweise Natascha Romanoff schaut auf ihrem Laptop Moonraker. Ja, die Basis des Bösen war dann auch entsprechend. Er muss natürlich seinen Evil Masterplan verraten, ganz im Blofeld-Manier. Also es war, mir war das einfach alles schon viel zu viel irgendwie. Das hatte mit Subtilität echt gar nichts mehr zu tun. Und es hat auch ehrlich gesagt mit einem Marvel-Film, außer dass ab und zu mal irgendwie jemand Avengers sagt, halt echt nicht so viel zu tun. Das stimmt, ja. Und ich meine, diese Action-Szenen, die waren schon schnieke. Ne? Diese ganzen Verfolgungsjagden, das sah extrem gut aus. Auch so am Ende dachte ich mir, es ist ein bisschen drüber, es ist natürlich sehr Marvel dann. Aber zwischendurch hat sie halt einfach so Längen gehabt, die, weiß ich nicht, da hätte man ein bisschen mehr erzählen können. Aber so war das irgendwie nur so ein bisschen so,
Ja, es ist, der hat wirklich seine Längen. Also am Anfang kommt eine Action-Szene nach der anderen. Teilweise auch, wo du denkst, so, jetzt gib mir doch mal als Zuschauer so ein bisschen eine Pause. Und dann gibt's aber so eine Sequenz, eine Dreiviertelstunde fast, wo wirklich gar nichts passiert. Also allein die Essensszene, die ist viel zu lang. Das dauert ja ewig, bis sie mal fertig gegessen und die Flasche Wodka ausgetrunken haben. Ja. Dann ist mir noch aufgefallen, dass man David Harbour halt nur erkennt, wenn er halt ungepflegt aussieht. Das stimmt. Ich dachte auch ganz am Anfang, den kenne ich doch irgendwoher, aber wer ist denn das? Ach Mensch, und erst dann tatsächlich, als er in dieser ranzigen Matte mit dem Unterhemd, dann erst dann habe ich ihn erkannt, ja. Das ist echt so, das ja, ist so ein ja. bisschen blöd für ihn, ja, weil er kennt ihn immer nur, wenn er irgendwie ranzig aussieht. Hat es den Film jetzt ehrlich gesagt gebraucht? Ich weiß es nicht so ganz genau. Also er tut nicht weh, aber er ist definitiv kein Highlight im MCU und irgendwie, ganz ehrlich, der bringt dich jetzt auch nicht weiter. Das ist so eine absolute Side-Story. Der fühlt sich so ein bisschen an wie so diese Star-Wars-Stories, die kein Mensch gebraucht hat. Ja, so ungefähr. Also man kann ihn gucken, aber man verliert nichts, wenn man ihn nicht guckt. Ja, weil er bringt wirklich das Ganze gar nicht weiter. Aber ich finde ja, neben Scarlett Johansson hat eigentlich die andere, ich habe vergessen, wie sie heißt, Puckley oder so, wie auch immer. Some random blonde ja, American aber Girl. Ja, die war süß. Ne? Ich fand die auch so super frech und ich fand, die gab schon ein bisschen mehr dabei. An einer Stelle dachte ich, jetzt ist sie fällig, weil sie nämlich Zukunftspläne äußert, was ja normalerweise ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass man den Film nicht überleben wird. Habe ich auch gedacht. Aber das ist jetzt kein großes, ist überhaupt ganz ehrlich, es gibt keinen Mega-Twist. Also der eine Twist, den hast du schon mit, keine Ahnung, mit Ansage, dreiviertel Meile vorher gerochen. Das ja, dann, ja. ja, das war, also wir wollen jetzt nicht spoilern, aber es ist wirklich, ja. Ansonsten war es eine extrem konventionelle Agentengeschichte, die ein bisschen drüber war. Das wäre so mein Fazit. 6 Punkte von 10, eher sogar 5,5. Nicht, weil der schlecht gemacht ist oder schlecht gespielt ist, aber weil es halt einfach nichts Neues ist. Been there, done that und done to death. Kann man gucken, muss man halt nicht. Eher so eine 5 tatsächlich auch so. Also wenn man gar nichts mehr einfällt, wenn man das MCU durch hat, dann kann man den gucken. Aber es fehlt halt nichts, wenn man es nicht macht. Also wenn ihr das Kino vermisst habt, dann geht rein, guckt ihn euch an. Da macht man definitiv nichts falsch. Aber wenn ihr irgendwie Disney Plus habt und warten könnt, bis er dann irgendwann for free ist, ganz ehrlich, ja, für ein Reboot des Kinos hätte es den jetzt nicht gebraucht. Ja, gut. Schließe mich an. Dann werden wir uns jetzt unseren Burgern hier widmen und in diesem Sinne am Donnerstag geht's weiter mit einer neuen Ausgabe der Hero Nerds im Livestream 21 Uhr, wenn wir dann nämlich über Loki sprechen und da gibt's definitiv mehr drüber zu sprechen. In diesem Sinne, macht es gut, bis dann, tschö! Ja. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.